Hallo, ich bin die Barbara und ich entdecke mit euch Plätze in Tirol, an denen nachhaltig gewirtschaftet wird. Einen solchen haben wir in Natters bei Innsbruck gefunden. Hier ist der Firmensitz von Asireisen, der Symbiose von Mensch und Natur konzipiert wurde. Und was das genau heißt, das schauen wir uns jetzt mit Ambros Gasser an, dem Chef von Asireisen. Was an diesem sehr schönen Bürogebäude natürlich sofort auffällt, ist, dass die Fassade gänzlich begrünt ist. Ja, das ist ein Teil vom Asinest, diese grüne Fassade. Ansonsten gibt es noch viele weitere spannende Themen. Wir haben eine PV-Anlage am Dach, die betreibt die Luftwärmepumpen. Wir haben ökologische Belüftungssysteme mit Klappen. Und so spielt das alles sehr, sehr gut zusammen. Im Inneren des Asinests haben wir Open Office, das heißt, es gibt keine Räume, wir sehen uns alle und wir können miteinander kommunizieren. Wir haben aber auch noch verschiedene andere Begegnungszonen, wir haben große Küchenbereiche, Spinte, Duschen und wir haben einen Silence Room, wo es einmal pro Woche Yoga und Shiatsu-Massagen gibt. Für uns ist es essentiell, dass lokale Communities gleichermaßen von der Reise profitieren wie der Reisende selbst. Dafür messen wir die lokale Wertschöpfung vor Ort, versuchen diese sukzessive zu erhöhen, reisen in kleinen Gruppen oder individuell und unterstützen vor Ort lokale Projekte. Ambros Asireisen bietet über 3000 Reisen in über 100 Länder an. Jetzt hat das Reisen natürlich nicht immer etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Für euch spielt sie eine zentrale Rolle. Wie passt das zusammen? Bei über der Hälfte unserer Reisen ist ein Flugzeug für die Anreise nicht notwendig. Bei allen anderen Asi-Original-Reisen messen wir den CO2-Footprint, versuchen diesen zu reduzieren, indem wir beispielsweise keine Inlandsflüge mehr anbieten und alles, was übrig bleibt, wird zu 100% kompensiert. Nachhaltiger Tourismus beeindruckend umgesetzt. Unser Besuch bei Asireisen hat gezeigt, was alles möglich ist, wenn man wirklich alle Bereiche des Reisens nachhaltig denkt. Ja, und bleibt dran, auch in den nächsten Wochen zeigen wir euch weitere großartige Beispiele für erfolgreich gelebte Nachhaltigkeit in Tirol.